Moin Moinsen zum Stadionvlog gegen den VfL Wolfsburg. Und ja, heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Ich sitze nicht im Keller, sondern ich dachte, ich hinterlege das mal mit ein bisschen was anderem, außer ständig nur meinem Gesicht. Legen wir natürlich direkt los. Wir haben das letzte Spiel in Berlin 3-1 verloren. Da gab es ganze Diskussionen, Handelfmeter und Gomez Tor war auch kein Abseits. Und bla 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 und schieß mich tot. Ich glaube, Gomez hat das nach dem Spiel im Interview ganz gut gesagt. Da können wir einen Scheiß drauf geben, dann verlieren wir das Spiel halt auch mit 3-1 im Elfmeter reinmachen. Auch völlig wurscht. Wir brauchen keine Ausreden suchen. Fertig. Egal, wie lächerlich die Situation war. Klar, es muss ein Schiri sehen und so weiter, aber das soll jetzt nicht ablenken davon, dass die Leistung halt wieder leider ein bisschen mehr an die Weinzierzeiten erinnert hat als an Willig gegen Gladbach. Gegner ist Wolfsburg, bei denen geht es noch um was. International wollen die natürlich an den Start. Labbadia halte ich auch für einen ganz akzeptablen Trainer. Haben ein ordentliches Team zusammen, bei denen auch die Neueinkäufe relativ gut eingeschlagen haben. Wiekos und so Leute haben auch einen Ginzek mit VfB-Vergangenheit. Und natürlich haben wir ein paar mit Gomez und die Davi auch mit VfB-Vergangenheit. Also da gibt es viele, viele Wiederkehrungen, Wiedersehen heute im Stadion. Genau, Prognose ist heute, dass wir das Spiel normalerweise natürlich verlieren, so wie es gerade lief und wie wir in Berlin gespielt haben und wie Wolfsburg zurzeit drauf ist. Aber ich hoffe immer noch an die, nennen wir es mal, Magie der Heimspiele. Siehe auch die Champions League. Also ich meine, da wurden wir komplett verwöhnt diese Woche und Euroleague, Liverpool, Anfield, unfassbar, wahrscheinlich ja auch schon drin. Es ist unfassbar, was da abgegangen sein muss, kann ich mir auch nur im Entferntesten vorstellen, obwohl ich dort war. Genau, deswegen hoffe ich so ein bisschen auf diese Heimspielmagie, dass wir da heute Punkte mitnehmen. Am besten 3, dann sind wir schon mal komplett raus aus diesem scheiß Abstiegssituation und dann haben wir hoffentlich heute auch unser vorletztes Heimspiel der Saison, weil dann die Relegation noch kommt. Genau, und dann ja, hoffe ich mal, wie immer, dass wir wenigstens ein bisschen Spaß haben können, dass wir dann eine Mannschaft auf dem Platz stehen haben, ja, für die es sich lohnt, im Stadion zu sein und mitzufiebern und die man anfeuern will. Und dann viel Spaß mit dem Vlog. Zugeweiht zu 0 für Holstein, VfB Stuttgart!
das immer zurück nach dem Spiel. Ja, kann man mal machen. 3-0 gegen Wolfsburg gewonnen. Geiler Scheiß. Kurze Zusammenfassung des Spiels. Ja, ich hatte so das Gefühl, wir hatten eigentlich über das komplette Spiel, hatte ich nie irgendwie die Angst, dass wir das Spiel verlieren oder dass wir das Spiel nicht im Griff hätten. Also fand ich sehr ansprechend, die Leistung. Es ging wieder mehr in Richtung Leistung gegen Gladbach. Wenn man es so vergleichen kann, es war einfach wieder eine kämpferische Truppe auf dem Platz, wo es sich gelohnt hat, sie einzufeuern. Wolfsburg natürlich auch, muss man sagen, nicht ihren besten Tag gehabt, fand ich. Zum Glück war dieser Elfmeter, den wir eigentlich schon hätten kriegen müssen, direkt in den ersten Minuten, zum Glück nicht mehr als Ausrede irgendwie nutzen. Ja, wir haben verloren nur wegen 11 oder sowas wie in Berlin. Fazit Mannschaft, ja, hatte ich ja quasi schon. Jeder für jeden. Der hat sich reingehauen. Rundum fand ich die Mannschaftsleitung vollkommen in Ordnung. Bis zu 2-3, die mir so ein bisschen, in Sua war so meh. Den muss man nicht unbedingt bringen. Da hätte ich ja echt schon lieber nochmal einen Sosa gesehen, nochmal eine Chance gegeben. S-Wein braucht's auch nicht. Keine Ahnung. Hat er jetzt kurz vor der Halbzeit oder sowas, hat er diesen Typen umgemäht, total sinnlos. Und wurde direkt nach Halbzeit nochmal ausgewechselt gegen die Davi, der stark war, weil er sonst wahrscheinlich irgendwann mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Es ist dann wieder irgendwie halt übermotiviert halt einfach am falschen Punkt. Und auch jetzt zum Beispiel den Castro fand ich jetzt heute nicht so wirklich stark. Bester Spieler VfB habe ich tatsächlich, auch wenn er keine Bude gemacht hat. Ja gut, ich habe ja Bester-Spieler, also ja auch Mehrzahl hier mit drin. Dann nehmen wir doch mal auf jeden Fall Akolo. Ewigkeiten keine Spielpraxis mehr gehabt. Dann kommt der so rein, liefert so eine Partie ab. War ich echt überrascht, hat mich sehr, sehr positiv überrascht, der Kerl. Die Davi hat mich auch positiv überrascht, sondern dass sie diesen Zweikampf gewinnt, um den auf Donis reinzulegen. Das dann auch absolut sensationell macht, den zurück über den Schlappen rutschen zu lassen. Lange Ecke ist auch nicht einfach. Würde ich mal die beiden hier nennen. Tabelle ist ab jetzt dann sowieso völlig scheißegal. Wir haben diesen 16. Platz, Hannover, Nürnberg sind abgestiegen. Und ja, da würde ich mal sagen, lass noch was in Schalke holen. Das gute Gefühl. Und dann geht's am 23. Mai 2030, Donnerstagabend, ist Euroleague-Feeling gegen den 3. Platz der 2. Liga. Mal gucken, wer das wird. Das ist jetzt morgen die große Konferenz. Paderborn gegen Hamburg und so Sachen ist schon gelaufen, sobald dieses Video online geht, aber halt eben noch nicht, während es sich quasi im Schnitt befindet. Keine Ahnung, ob ich da überhaupt einen Wunschgegner habe. Ich fände es ganz lustig, wenn Hamburg in der zweiten Liga bleibt und nicht auf diesen Platz 3 noch kommt. Union Berlin, keine Ahnung, hätte ich nicht so gerne, weil du zumindest auf jeden Fall in Berlin nicht gewinnen wirst. Also ich glaube, fast ja auch noch am ehesten Paderborn, aber das kannst du eh nicht bewerten, wenn wir da kriegen. Ist scheißegal. Wir müssen auf jeden Fall schon mal im Hinspiel das Ding schon mal sichern. Ganz ruhiges 3-0, 2-0, dass du auf jeden Fall Rückspiel nicht großes Zittern anfangen musst. Das wäre schon mal ganz gut. Das wird sowieso noch richtige Psycho-Spiele hier, die zwei Stück. Außer bleiben in dieser scheiß Liga, aber wenn wir die Leistungen so weiterbringen, dann sehe ich da gute Chancen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.